heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als... Alter, Start! Hallo und jetzt kommen wir. Muss erst mal nachladen. Eieieiei. Die steigen rüber! Termitladung. Explosion! Etwas Munition, Daniel. Lauf nicht, Turner. Ich brauche Munition, Lieutenant. Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Okay. Yes. Folgt dir. Ich brauche einen Bericht über die Verluste. Es gab zu viele. Aber wir haben den Strand eingenommen. Einen verdammt hohen Preis. Daniels. Ach. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengeflickt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der 2. Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten 1. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Ich, Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ja, Nils. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher, er war heute nicht mit uns am Strand.
Operation Cobra. Sind sie hier? Festung. Dann kommt SOE. Befreiung. Kollateralschaden. Sind alle Aufgaben, die wir spielen müssen. Wir hatten jetzt D-Day. Den geht's jetzt zur Operation Cobra. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle... Wir alle haben keine Wahl. Operation Cobra. Einfach auf den Panzer klettern. So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, ha? Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Kratzen Sie bitte nicht ab. Gut festhalten! Wird eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Ah, wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Da vorne ist das, Mann. Ey, so kann man auch weiter. Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Kasserinpass. Hab meinen Freund verloren. Ja, macht ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du es. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Gescheit futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Yeah. Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Ey. Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart. Die aufregen. Marlene Dietrich. Klingt gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher. Bleibt in Stuttgart. Ja, fängt er wieder toll an. Runter von der Straße! Wir umkreisen sie! Los! Wir müssen unsere Shermans beschützen. Das ist Blattfeuer, was wir da hören. Wir müssen einen Kanonen einnehmen und Stuttgart runterholen. Granate!
Wieso hat die Bajonette jetzt nichts mehr gebracht? So, bis hierhin. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Call of Duty WW2. Jeden Tag, fast jeden Samstag und Sonntag 2 Folgen. Wahrscheinlich übernächste Woche dann wieder jeden Tag. Tschüss.